Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Saison beim Skispringen. Jetzt geht's in die zweite Profisaison, nachdem wir ja im Sommer Grand Prix nochmal richtig Spaß hatten, richtig weit gesprungen sind, 1000 Milliarden Schanzenrekorde gebrochen haben und natürlich auch alles gewonnen haben, was zu gewinnen war. Jetzt denke ich mal, in der zweiten Saison wird es ähnlich werden. Ich habe richtig Bock zum Spielen. Wir werden diese zweite Saison auf jeden Fall noch durchziehen. Danach entscheidet dann ihr quasi, ob es weitergeht oder nicht. Weil dann wird die Skisprungsaison, naja, dann werden wir uns so, boah, Ende Januar werden wir uns dann befinden wahrscheinlich. Die Folgen werden jetzt so immer drei, vier Springen lang sein, werde ich machen. Wir gehen natürlich wieder in die Profiliga. Wir nehmen unsere drei Springer mit. Ganz mutig wählen wir sie aus. Severin Freund, Richard Freitag, Andi Wellinger. Und ich nehme das jetzt gerade auf, nachdem die Vier-Schanzentournee gerade vorbei ist. Gratulation an Peter Breutz, natürlich aber auch Gratulation an Severin Freund, der nach dem Sturz im Training in Innsbruck sich wirklich sehr, sehr gut geschlagen hat. Gegen Peter Breutz war kein Kraut gewachsen. Severin Freund war richtig stark unterwegs. Peter Breutz war aber immer noch mal ein bisschen besser. Und Sven Hannawald kann von Glück reden, dass die diese Anlaufgeschwindigkeits-Startlukennummer in Oberstdorf so durchgezogen haben, weil ansonsten hätte da Peter Breutz wahrscheinlich auch gewonnen. Aber was soll's, da kann Sven Hannawald nichts dafür. Da kann aber auch Severin Freund und Peter Breutz können da nichts dafür. Und jetzt gehen wir in die neue Saison rein. 70.548. Ausgerüstet sind unsere Jungs inzwischen perfekt. Das habt ihr ja hoffentlich alles auch mitverfolgt in der letzten Saison. Da brauchen wir uns nicht mehr drum zu kümmern. Da sehen wir hier alles perfekt. Auch bei den Masken sind wir perfekt ausgerüstet. Die habe ich jetzt einfach mal genommen. Sieht einfach auch super stylisch aus. Blau bedeutet immer Severin Freund, der hat auch blaue Skier und den Helm so ein bisschen bläulich. Leider kann man den Anzug nur hier, diesen Kreis im O, kann man blau machen. Das ist sehr sinnvoll. Wir wählen natürlich wieder unseren Wachsmeister, den guten Herrn Oblomov. Den hatten wir letztes Jahr schon. Er guckt immer noch genauso skeptisch, obwohl wir ja sensationell gut unterwegs waren. Wir wachsen und die Saison startet natürlich wieder in Kuusamo. Wir müssen uns aber erst noch unseren netten Herrn Andrösen, wie Töpperwien war es, glaube ich, oder? Der das damals gesagt hat. So, ich bin jetzt komplett kalt, gehe jetzt einfach so in die Saison rein. 178 Meter ist der Schanzenrekord, genau wie letztes Jahr. Nein. Also ist immer noch ein bisschen schade, dass das so ist. 111, zwischen 101 und 112 oder irgend sowas soll mal landen. Das kriegen wir, denke ich, mal hin. Hier beim ersten Springen ist leider ein Fehler im Spiel drin. Ich weiß nicht, der Rekord, der hier gemessen wird, der ist, glaube ich, quasi an der Sturzgrenze. So weit kommen wir nicht. So, wie gesagt, jetzt bin ich komplett kalt. Gehe jetzt mal so rein. Windbedingungen sind Rückenwind. 2 Meter von hinten. Nichts, was uns groß beeinträchtigen sollte. So, da kommen wir locker hin. Machen wir zu und machen Telemark rein. Kein besonders guter Flug. Wie gesagt, muss erstmal wieder reinkommen ins Spiel. Jetzt auch wieder relativ spät am Abend. Eben noch ein bisschen Radsportmanager aufgenommen. The Walking Dead kommt dann morgen wieder. Der nehme ich Episode 2 auf. Aber wahrscheinlich, wenn das hier erscheint, ist Episode 2 schon draußen. Also könnt ihr da auch ruhig mal reinschauen. Ich weiß, dass das nicht so populär ist. Und dass ich auch hauptsächlich mich auf Sportspiele konzentrieren werde. Weil ich glaube, da ist es auch bin ich auch am besten für geeignet beim Kommentieren. Ansonsten gibt es da viele andere, die The Walking Dead vielleicht auch besser kommentieren als ich, aber jetzt sind wir hier beim Skispringen. Wir sehen schon, die Werte sind richtig gut bei den Springern. Und jetzt haben wir hier auch unseren perfekten Trainer. Dann gehen die Werte auch gleich mal auf 83 nach oben. Und können direkt zum nächsten gehen. Das ist wie in der Vorsaison Richard Freitag, der jetzt hier beim Sponsoren, da können wir nochmal nachverhandeln, wir sind ja fast perfekt. Da kriegen wir jetzt 1951 als Gage. Ist nicht wirklich mehr geworden. Mundschutz ist rot, Skier sind weiterhin rot und dieses O hier sollte irgendwie auch rot sein, obwohl es eher pink ist. Aber nun gut. So, auch den guten Herrn Oblomov leisten wir uns auch mit Richard Freitag. Das Geld wird jetzt sowieso immer mehr werden. Da sind es 31.000. Als Trainer nehmen wir natürlich auch wieder Andrösen. Mit 7.200 kostet der auch einiges und wir sollen jetzt zwischen 109 und 121 landen. Da können wir also quasi einfach so weit springen, wie es geht. Weil über 121 kommen wir eh nicht aus Luke 2. Für mich auch ganz gut. Die Probesprünge müssen wir ja auch machen, da wir im Weltcup quasi nicht gesetzt sind am Anfang. Für mich, wie gesagt, ganz gut. Dann bekomme ich wieder ein bisschen das Gefühl, weil eben habe ich schon gemerkt, da ist der Springer doch ein bisschen zur Seite weggedriftet. Jetzt auch schon ein paar Tage nicht mehr gespielt. Habe viel in die Zukunft aufgenommen. Auch das hier ist jetzt eine Aufnahme. Ein bisschen in die Zukunft. So. Upala. Da bin ich jetzt ein bisschen zu überheblich rangegangen.
Das war nur 108. Ich glaube, wir sollten 109 springen, oder? Da war ich jetzt ein bisschen zu leichtfertig. Habe ich mich nicht so konzentriert, noch ein bisschen rumgelabert während des Absprungs. Das ist nie gut. Bin auch ein bisschen verdreht weggekommen. So, also mehr Konzentration. Die Trainingsaufgabe habe ich verkackt. So ein Pech. Joch, aber hallo. Tut mir sorry. So, aber bei Andy Welling. Oh, jajajajaj. Was kriegt der denn für eine Gage? Warum kriegt der andere denn so wenig? 6.800 pro Springen. Alter Schwede. Warum sind denn da so große Unterschiede? Da müssen wir aber nochmal neu verhandeln bei. Oh. Ich habe den Trainer vergessen. Wem sieht der denn ähnlich? So eine Mischung aus Phil Jackson und dem Typen aus Ehe ist. So, zwischen 99 und 106. Das schaffe ich doch. Springe ich bestimmt 107. Naja, aber wie gesagt, ich glaube, die Sprünge sind qualitativ ganz gut. Wir haben fast überall schon Schanzenrekord aufgestellt. Kusamo, wie gesagt, hier die 178 sind utopisch. Das ist absoluter Schwachsinn. Aber die 120 sollten wir auf jeden Fall knacken können. Windbedingungen sind auch okay jetzt hier für den Anfang. So, so weit müssen wir gar nicht springen wahrscheinlich. So, das sollte doch jetzt perfekt gepasst haben. Da habe ich mich auch mal konzentriert beim Absprung. 101,5 Meter, das sieht gut aus. Haltungsnoten sind natürlich Murks. Und er beschwert sich auch direkt ganz weit oben, bei wem auch immer, bei dem Baum da hinten wahrscheinlich. Und jetzt freut er sich doch. Schön. Man muss sich auch über die kleinen Dinge freuen können. Andy Welling Wellinger. So, und er hat auch Nachholbedarf, wie man hier sieht, bei den Werten. Da sind die anderen Springer leicht voraus. Material, wie gesagt, ist identisch bei allen. Und damit willkommen in der neuen Saison. Ich tippe mal auf Platz 1, 2 und 3 für uns. Aber wir wollen natürlich möglichst schön und weit springen. Und wie gesagt, ich bin sehr dankbar dafür, dass so viele Leute zuschauen. Macht auch wirklich Spaß. Wie gesagt, ein sehr einfaches Spiel und auch schon veraltet. Aber ich wäre sehr dankbar, wenn es da bald mal wieder ein neues Skispringenspiel gäbe. Ein bisschen Boom. Sollte ja mit Severin Freund ausgelöst werden. Voilà. Okay. Ja, das war so nicht geplant. Ich hätte vielleicht ein paar Probesprünge machen sollen vorher, wie ich das sonst immer mache, um ein bisschen warm zu werden. Also quasi wie warm laufen. Aber gut, dafür ist die Qualifikation jetzt da. Qualifiziert sollte er trotzdem sein mit 85,4. Ich denke mal, dass das für die Top 50 reicht, weil wir sind hier ja nicht vorqualifiziert beim ersten Springen. Der war natürlich gut. 110,5 Meter, gute Haltungsnoten, 101,4. Aber so ein richtig gutes Gefühl habe ich jetzt noch nicht dabei. Wie gesagt, hätte ein paar Probesprünge machen sollen. 101,4 und 85,4. Werden wir dann gleich sehen, wie viel die 85,4 wert sind. So, jetzt der letzte Quali-Sprung. Braucht irgendwie sehr lange, bis ich in die Flugposition komme. Ist immer ein bisschen wackelig. Er war jetzt der Beste von allen, 112 Meter. Genau die gleichen Haltungsnoten wie eben. Bei Richard Freitag. 104,1 Punkte. Damit sollte er auch die Qualifikation gewinnen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der Sturz für Folgen haben könnte. Nee, keine schlimm. Qualifiziert ist er auf jeden Fall. Zwar nicht ganz vorne auf Platz 12, aber das ist ja auch wurscht. War nur der Quali-Durchgang. Jetzt zählt das, jetzt kommt der erste Sprung im ersten Durchgang der Saison in Kusamo und die Windbedingungen sind tatsächlich so, dass das Springen stattfinden kann. Hab's ja schon häufiger gesagt, Kusamo findet selten ein Springen statt. Und jetzt greifen wir die 115, 120 Meter an.
Uiuiuiui, der war ja super. Genau 120 Meter. Nicht gedacht, dass es jetzt doch schon so weit geht mit Andy Wellinger. 119 Punkte. Eben waren wir 112. Mit einer Luke mehr schaffen wir jetzt schon die 120. Aber man sieht auch deutlich, wie wir im Flug deutlich bessere Werte haben. Ich sollte auch deutlich häufiger deutlich sagen. Damit sollte er auch deutlich vorne liegen. Dankeschön. Und jetzt sind die 120 das Ziel. Richard Freitag kommt, der Mann mit den roten Skiern. Wie gesagt, falls ihr immer mal ein bisschen Probleme haben solltet, die Springer zu unterscheiden oder den Namen nicht rechtzeitig mitlest. Rote Skier, Richard Freitag. Und der geht sehr weit. Der geht noch weiter. Boah, war der gut. 124 Meter und zweimal die 20 immerhin, die gewertet werden. Der Norweger hat auch noch die 20 gezogen, aber das hat man vom Schanzentisch schon gesehen. Keine Korrektur war da dabei. Jetzt ruckelt es gerade ein bisschen, deswegen warte ich nochmal ganz kurz. 126,7 Punkte, nochmal ganz kurz schauen. Auch von den Werten her muss das extrem gut gewesen sein. Balance im Flug war 97,8. Da war kaum eine Korrektur dabei, wie er da in der Luft steht. Irre. Und das ist ja alles erst aus Luke 3. Da konnten wir letzte Saison nur von träumen. Da sind wir hier nicht mal um den Sieg mitgesprungen. Im ersten Springen zumindest. So. Und jetzt Severin Freund, der beste Mann der Qualifikation. Der Gesamtweltcupsieger des Vorjahres. Schauen, was er dieses Jahr drauf hat. Da wollte ich wieder zur blauen Linie hinfliegen. Aber die Windbedingungen waren auch nicht so gut wie bei den anderen. Da ist der Wind ein bisschen mehr von der Seite gekommen. Ach Mensch, da hätte ich früher zumachen müssen. Das war's dann mit dem ersten Springen für Severin Freund. 106,3 Punkte, das reicht immerhin noch zu Platz 5. Eigentlich schon irre, dass wir stürzen können und trotzdem noch Fünfter sind. Martin Naumann und Michael Bratek. Jetzt auch Namen, die wir... Das Martin Naumann wird Martin Schmidt sein. Michael Bratek, keine Ahnung, Adamalisch. Wir nennen ihn jetzt Adamalisch, auch wenn es überhaupt keine Verbindung gibt. Jo, tut mir leid mit dem Sturz. Andy Witthölzl eröffnet hier den zweiten Durchgang. Und jetzt greifen wir natürlich nochmal weiter vorne an. Wenn wir 124 springen können, dann können wir jetzt auch 130 springen. Wie gesagt, sorry für den Sturz. Da wollte ich zu viel. Aber unter Druck springe ich besser. Saubere Landung, 132 Meter, 140,1 neue Bestwertung, der war sauber gesetzt. Wie gesagt, schade, dass es hier keine Schanzenrekorde gibt auf jetzt bei dem allerersten Springen. Da sind wir auch leider halt doch 44 Meter hinter Schanzenrekord. Und trotzdem über Hillsize, also ja, wir sind auf jeden Fall mit Severin Freund da doch noch nach vorne gekommen. Martin Schmidt dann nur auf Platz 2. Aber 242 Punkte ist ordentlich. Da wären wir letzte Saison nicht mitgekommen. So, jetzt Richard Freitag. Oder nee, Andy Wellinger müsste das sein. Ich weiß gar nicht. Ist gar nicht drauf geachtet. Nee, früher. Diesmal habe ich drauf geachtet. Diesmal wusste ich, dass der Sprung kürzer wird. Das ist Andy Wellinger, sorry. Die Skier sind auch so leicht rötlich. Wie gesagt, jetzt ein bisschen schwieriger, es auseinanderzuhalten. Aber das hat man schon vorher gesehen. Der Absprung war nicht perfekt und auch der Flug nicht. Deswegen habe ich dann gedacht, komm, diesmal machst du früher zu. Aber 252 Punkte reichen natürlich, um Severin Freund zu schlagen. Jetzt Richard Freitag, der durch die Maske ein paar Kusshände wirft. Aber wie gesagt, macht unheimlich viel Spaß, wenn man so weit springen kann. Wir sind jetzt tatsächlich dann auch in der Lage, auf jeder Schanze Schanzenrekorde zu springen, fast egal bei welchen Windbedingungen. Ja, aber der war ja richtig schlecht. Vom Schanzentisch weg verdreht, in der Luft nicht in die Position gekommen, 124 Meter, so viel sind wir mit einer Luke weniger gesprungen. Er lässt sich feiern, als wäre er Gott.
Aber überhaupt nichts. Haltungsnoten sind natürlich super. Das könnte vielleicht noch die Rettung sein. Und es reicht auch tatsächlich. 0,2 Punkte noch vor Andy Wellinger. Silberen Freund mit dem besten Sprung der Saison, definitiv. Beziehungsweise Richard Freitag im ersten Durchgang war auch super, aber natürlich eine Luke weniger. Also sehr, noch überhaupt nicht konstant. Wie gesagt, kann ich mich fast nur entschuldigen, da waren einige richtig schlechte Sprünge dabei. Aber auch ein, zwei sehr gute. Jetzt versuchen wir dann beim zweiten Springen in Kusamo das Ganze etwas konstanter runterzubringen. Dann auch deutlicher zu... Nee, komm, das lehne ich ab. Das ist ja ein Witz. Aha, okay, ich dachte, wir könnten da jetzt irgendwie mal nachverhandeln. So, dann schauen wir mal, wie die Windbedingungen jetzt beim zweiten Springen sind. Uhuhu. Wind frontal von vorne und leider hat wieder 178 Meter Richard Freitag hier den Schanzenrekord. Also jetzt wird es sehr, sehr weit gehen. Allerdings sollen wir hier sehr früh landen. Also darf ich gar nicht gut abspringen. Gerade mal schauen, ob man sieht, wo wir landen sollen. Sehr früh. Mal schauen, ob wir so kurz springen können. Und jetzt sind wir ja auch schon mit der Rückennummer 3 unterwegs. Severin Freund startet. Dann sind wir auch schon qualifiziert für den Finaldurchgang. Ich mache das jetzt mal mit Absicht schlecht, damit er nicht zu weit springt. Da sieht man mal, dass das auch rot sein kann alles. So, schlechte Haltungsnoten, aber wir haben die Trainingsaufgabe gemeistert. Und das wird ein richtig schönes Springen. Mit solchem Aufwind, Frontalaufwind, heftig. Allerdings auch relativ böig, also da kann es durchaus mal Unterschiede geben bei den Bedingungen. Boah, jetzt schon bei 84. BMI gebe ich keine Punkte mehr, das bringt irgendwie sowieso nichts, habe ich das Gefühl. Hier würde ich aber gerne nochmal beim Sponsor neu verhandeln. Aha, weil 1951 ist ja ein Witz. Andy Wellinger kriegt 6400. So, mindestens 70 Punkte. Gut, dann schauen wir mal, was aus Luke 2 schon möglich ist. Ob man bei dem Aufwind vielleicht sogar schon die 120 knackt. Hillside ist es 142 Meter. Ich dachte 132. Boah, da geht es ja doch nochmal richtig weiter. Wie gesagt, bei den Bedingungen, das wird im zweiten Durchgang fest. Ja, da kommen wir schon an die 120 ran. Man hat aber gesehen, es ist nicht so einfach zu springen, weil es relativ böig ist. Es waren nur 114,5, sah weiter aus. Aber Aufgabe natürlich gemeistert. Diesmal auch mit Richard Freitag. So. Sind wir schon bei 85 bei der Fitness. Jetzt kommt Andy Wellinger, der auch wieder ordentlich Geld verdient. Und natürlich auch noch die Trainingsaufgabe. Dieses Training ist extrem wichtig, deswegen mache ich das auch immer mit rein. Ich weiß, dass das wahrscheinlich häufig vorgespult wird, aber es muss halt irgendwie mit rein, weil ansonsten die Springer nicht gut genug sind. Wobei wir überhaupt keine Minuspunkte mehr bekommen bislang. Das ist so ein bisschen vom Spiel eingestellt worden, zum Glück. So, mal schauen, ob es weitergeht als 114. Wie gesagt, leider böig. Konstanter Aufwind wäre natürlich besser. Da sieht man schon, wie man da hin und her geweht wird. Schon nicht so, also nicht ganz einfach zu springen. Ich nehme es zurück. Mit den perfekten Bedingungen. Wir kriegen sensationelle Haltungsnoten. Unglaublich. 109,5 Meter waren das nur. War aber vom Schanzentisch weg eigentlich Murks. Komplett verdreht weggesprungen. So, 24. Und dann geht es jetzt in den nächsten Wettkampf rein. Er kriegt wieder eine Gage von 6.800. Alter Verwalter. So, da jetzt... bislang noch nicht so richtig mit den Bedingungen zurechtgekommen bin, mache ich wenigstens einen Qualifikationssprung, wo Martin Schmidt auch schon wieder vorne liegt. Dann nehmen wir mal Severin Freund,
Der hat ja was gut zu machen. Schauen wir mal, was drin ist. Also eigentlich so 115, 116 Meter sollten eigentlich schon drin sein. Oh, jetzt hat es aber gerade geruckelt. Ja, am Arsch. Ich habe doch gesagt, es geht weit. Über 120 aus Luke. Zwei eigentlich waren 119. Für mich sah das aus, als wäre es über die rote Linie gegangen. Aber 119 aus Luke 2 ist natürlich ein Hammer. So, jetzt haben wir ein gutes Gefühl. Severin, ich will ein Kind von dir. Und er freut sich. Yay, Sex. Endlich. Bislang hat er nur davon gehört. So, und der Sprung war nicht mal perfekt, obwohl die Werte ziemlich gut sind. Also für mich sieht das weit über der roten Linie aus. Das war doch... Naja, okay. So, den bei den anderen lassen wir den Probedurchgang mal weg. Wir führen relativ deutlich. Martin Schmidt wird anscheinend unser Hauptkonkurrent hier am Anfang der Saison sein, aber das kann sich ja immer noch mal drehen. Und jetzt kommt Richard Freitag, der Sieger des ersten Springs. Und mal schauen, was in Stufe 3 hier schon drin ist. Oh, da war schräg in der Luft. Och, ne. 226 Meter, aber der war gar nichts. Verdreht weggesprungen, dann in der Luft nicht die Balance gefunden. Da will ich die Werte auch gar nicht sehen. So, Andy Wellinger, das geht natürlich deutlich besser. Weil die 130 Meter sind jetzt schon dicke drin. Muss nur einen besseren Sprung erwischen. Setzt sich irgendwie fort. 128,5, natürlich ein super Sprung. Das reicht auch zu Platz 4. Und Platz 2 ist schon noch in Greif, oder Platz 3 dann eben wahrscheinlich in greifbarer Nähe. Das war aber nicht gut. Verdammt nochmal. Man will dann irgendwie manchmal echt zu viel. Ich meine, es geht hier ja auch nicht wirklich um den Sieg. Den holen wir uns sowieso. Wir wollen Weiten haben. Ja, waren aber auch keine 130. Bei weitem nicht. 125,5, aber gute Haltungsnoten. 128,4. Damit sind wir auf jeden Fall vorne. Aber im zweiten Durchgang müssen wir jetzt einen raushauen. Ansonsten wird Martin Schmidt uns da den nächsten Dreifachsieg kaputt machen. Mal schauen, woran es lag. Start des Landemanövers habe ich jetzt extra mal ein bisschen früher gemacht. V-Stellung im Flug. Da glaube ich nicht schnell genug das V geöffnet nach dem Absprung. So kam es mir zumindest vor. Und wir haben 9 Punkte Rückstand auf Martin Schmidt. So, jetzt muss ein richtiger Kracher kommen. 135 Meter setze ich jetzt mal als Ziel. Nein. Ach, warum war der Absprung denn so kacke? 134 Meter. Die Landung war auch nicht gut. Ach, kacke. Das sind alles keine schlechten Sprünge, aber inzwischen sind die Ansprüche natürlich dann auch ein bisschen höher. Aber ich habe heute jetzt bislang erst so zwei gute Sprünge gemacht, also zwei richtig, richtig gute Sprünge gemacht. 34 Meter sind in Ordnung, aber Achtung, Schieflage. Das passiert mir sonst eigentlich eher selten. Und Martin Schmidt ist weiter. 263 Punkte. Er hat den Vorsprung gehalten von 9 Punkten. Er ist also genauso weit gesprungen. Jetzt heißt es mit Richard Freitag zu kontern. Wir müssen also mindestens 130 Meter springen. Wieder schräg. Und jetzt kommt der Wind von der Seite. Nee, nee, es war kürzer. 132,5 Meter.
aber bessere Haltungsnoten, aber da war jetzt auch ein schlechterer Wind. Das hat man gesehen, dass der eher von der Seite reinkam. Aber wie ärgerlich, dass man so gute Aufwindbedingungen nicht besser nutzt. Dietmar Hopp, unser Sponsor auf dem Helm. So, Severin Freund, letzte Hoffnung für den Tag. Ich schüttel meine Hand nochmal aus. Wie man gehört hat, hat es gerade geknackt. So, wahrscheinlich einfach zu viel Gedanken. So, aber nur 6 Punkte. So, auf 135. Minimum. Ach nee. Gibt's doch nicht. Und dann auch noch schief zur Landung. 132 Meter. 17,5. Wann kriege ich denn mal eine 17,5? Reicht dann auch nur zu Platz 2. Richard Freitag gewinnt. Und das war wirklich, wirklich, wirklich schlecht. So, beide Springen bislang gewonnen. Andy Wellinger nur Vierter heute geworden. Das sagt, denke ich mal, alles. Gestürzt bin ich auch noch. Meine Fresse. Ach komm, 2400 sind vielleicht okay. Ui, nochmal plus 3 bei Motivation. Aber Gottes Willen, das war so ärgerlich jetzt. Jetzt geht's nach Trondheim. Mal schauen, wieder Aufwind, aber diesmal nicht so böig. Und der 23,5 Meter Schanzenrekord. Boah. Jetzt muss es aber weit gehen. Also, ja, ein schlechter Saisonauftakt. Im Sommercompris lief so gut. Viel besser als jetzt gerade. Vielleicht sitze ich auch falsch. Ich weiß es nicht. So, Trondheim. Wir sollen, achso, wir sollen ja irgendwo landen zwischen 90 und 102 oder sowas. Jetzt nehme ich mal ein bisschen vom Gas. So, Aufgabe gelöst. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt, wie weit das gehen wird. Was müssen wir doch machen für den BMI, ansonsten wird es da auch eng. Im wahrsten Sinne des Wortes. Boah, Motivation 90,6. So, ich hoffe mal, wir dürfen die Schanze jetzt schon mal ein bisschen ausspringen. Ja, zwischen 112 und 126. Da kriegt man jetzt aber auch neue Trainings. Anforderungen, die es ein bisschen in sich haben, weil 112 musste hier erstmal springen auf einer K120-Schanze. Natürlich bei dem Aufwind kein Thema. Gerade für Richie Freitag nicht. So, ich mach doch mal früher zu, weil er vielleicht doch weitergesprungen wäre. 114,5, da sind wir relativ knapp reingesprungen. Kann man immer so ein bisschen schlecht kalkulieren nach hinten, wo man genau landet. Ich war mir vorhin auch sicher, dass wir über 120 gesprungen sind in Koh Samui. Aber dem war nicht so. Also bin ein bisschen pissig gerade, aber vielleicht können wir das ja mit dem letzten Springen in dieser Folge nochmal gut machen. Jawohl, da kommen wir nochmal ordentlich runter. Machen wir jetzt den letzten Trainingssprung noch. Och nee, jetzt fängt es mal wieder an. Ach so, weil er gestürzt ist. Okay. Das lasse ich ja noch gelten. So, zwischen 102 und 112. Also müssen wir wieder ein bisschen Saft rausnehmen, aber nicht allzu viel. Also 123,5, das wird kein Problem sein, das zu schlagen. Ich würde mal die Hillsize als Ziel ausgeben. 131 Meter. Also nicht jetzt für den Sprung, um Gottes Willen. Wir müssen ja irgendwo vorher eh landen. Deswegen, wie gesagt, mache ich den Absprung jetzt auch mal wieder ein bisschen, vergurke ich mal. Landung war nicht perfekt, aber als Telemark war das durchaus anzusehen.
So, und wenn ich jetzt nicht die Hillsize springe, dann höre ich auch für heute auf. Sonst wird da ja nichts draus. Wenn man einmal so ein schlechtes Gefühl hat, dann nimmt man das quasi immer mit. Dann mache ich mir noch einen schönen Abend, aber ohne Skispringen. So, verteilen wir das gut. Und dann jetzt, wie gesagt, ui, Martin Schmidt wettet mit uns. Na, der hat jetzt Overwater, der Mann. Den Probedurchgang lassen wir jetzt mal weg. Und gehen direkt in Luke 3, weil die anderen Luke 2 hatten wir ja gerade schon. Martin Schmidt ist aber auch hier deutlich überlegen der Konkurrenz. Das ist schon heftig. So, 120 Punkte. Beginnen wird Richard Freitag. Natürlich jetzt immer ein Nachteil, wenn man als erstes springt von unseren dreien. Na, ist der Ball jetzt relativ schnell nach rechts gegangen. Boah, warum denn so ein Seitenwind? Und jetzt 26,5 Meter, aber da war ja nur von der Seite. 131,2 Punkte, das ist ziemlich gut. Das war ein guter Sprung. Wie gesagt, dafür, dass der Wind brutal von der Seite reingepfiffen ist, sind auch die Werte in Ordnung. Balance bei der Landung war nicht perfekt, Start des Landemanövers auch nicht. Ja, das war okay. Wie gesagt, das merkt man manchmal auch, wenn man spielt, eher als wenn man zuschaut, dass das jetzt schwieriger war zu steuern. Und jetzt Severin Freund, vielleicht mit ein bisschen besseren Bedingungen. Aber im schlechten Absprung. Ja, der hat genauso schlechte Bedingungen. Das geht dann auch kürzer. Warum pfeift denn der Wind jetzt so von der Seite rein? Absprung war auch wieder Mist. So, und jetzt Andi Wellinger, der ja eigentlich ein bisschen unterlegen ist von den Werten her. Mal schauen, vielleicht erwischen wir jetzt ja mal einen besseren Sprung. Aber so gut sind die Windbedingungen nicht, wie es aussieht. Och nee, zu früh und zu spät. Eieieiei. Schaffen wir nicht mehr die 120. Also ich schüttle gerade den Kopf, man sieht es nicht, aber ich schüttle den Kopf. Ja, ganz genau. Bei solchen Windbedingungen so zu springen. Boah, Elfter. Und selbst Martin Schmidt springt noch weiter als Severin Freund. Alter Schwede. So, ich bin jetzt mal ruhig. Und selbst der war nicht perfekt. 131,5 Meter. Natürlich Hillsize haben wir geschafft. Ja, das reicht zumindest, um sich nach vorne zu arbeiten. Aber für Martin Schmidt wird das nicht reichen. Also Andi Wellinger wird wahrscheinlich wieder nur Vierter werden. So, und jetzt nächster Sprung. Konzentration. Allerletzten Moment unschlecht. Dreimal die 18, 132 Punkte ist vielleicht nicht genug, um Martin Schmidt zu schlagen. Doch, knapp, aber es reicht. Nun gut. So, dieser Sprung entscheidet jetzt, ob ich gleich weiterspiele oder ob ich da eine Pause mache. Weil, wie gesagt, das macht ja keinen Sinn so.
Ja, die Landung war wieder nix. Aber der war 137,5 Meter. Alter Schwede. Hilsa ist es 131. Aber die Landung war nicht gut. Aber nochmal kurz anschauen. Also der war natürlich gut. Wie gesagt, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu kritisch jetzt. Aber da gibt es auch wieder Verbesserungen. Absprung war auch nicht perfekt. Und die Landung, naja. Nee. Ja, Start des Landemanövers war nicht gut. 85,1, aber der unten war immerhin gut. Ja, nehmen wir mit. Richard Freitag gewinnt zum dritten Mal souverän momentan in Führung. Das war letztes Jahr aber ähnlich. Und gut, der letzte Sprung war halt so gut. Ich spiele noch eine Folge. Wäre für euch eh kein Unterschied. Kommt ja täglich. Skispringen, nicht wieder Radsportmanager, der ja nur alle zwei Tage kommt. Und wie gesagt, da mache ich jetzt hier ein kleines Folgenpäuschen quasi. Mache hier den Cut. Und dann sehen wir uns aber gleich dann wieder in Trondheim beim nächsten Springen, beim Skispringen 2007. Bis dann.